YouTube. Ich möchte heute mit euch darüber reden, wie ihr die Ratina fangt und den Platinum-Orb bekommt. Allerdings würde ich euch zuerst einmal bitten, in meinen Kanal reinzuschauen. Vielleicht ist etwas noch für euch dabei. Und wenn euch das Video gefällt, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Also, fangen wir an mit Giratina. Also, Giratina könnt ihr nur fangen, wenn ihr die Top 4 besiegt habt und den Sinnoh-Dex vervollständigt habt. Das heißt, ihr müsst 150 Sinnoh-Pokémon gesehen haben und den nationalen Pokédex von Professor Eibe erhalten haben. Als allernächstes geht ihr zur Route 217. Dort findet ihr auf der rechten Seite einen Eingang in einen Baum sozusagen. Dort müsst ihr hoch mit Kraxler und am Ende dieses Weges wird sich eine Höhle befinden. In dieser Höhle müsstet ihr ein kleines Rätsel lösen, was aber mit ein wenig Glück ziemlich einfach vonstatten gehen sollte. Wenn ihr dies getan habt, begegnet ihr Giratina auf Level 70 in der normalen Form. Ja, also ihr werdet Giratina erst in der normalen Form bekämpfen können. Ja, ihr müsst es auf jeden Fall fangen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst Giratina fangen, sonst könnt ihr den Platinum Orb am Ende nicht bei Giratina einsetzen und nicht die, wie sagt man, naja, die Shadow Form erhalten. So, habt ihr dies getan, wartet der nächste Step auf euch. Ihr müsst auf jeden Fall in den Ramanas Park. Dort wird sich eine neue Höhle für euch öffnen. Diese Höhle wird sich allerdings auch nur öffnen, wenn ihr Giratina gefangen habt. Die ist auf der rechten Seite den Berg hoch. Das sieht man hier am Anfang des Videos nochmal. Die sieht aus wie die, man sieht es im Hintergrund, wie die Zerrwelt damals. Ziemlich cool, auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht. Ihr müsst gucken, ich selber hatte alle anderen legendären Pokémon schon, die man durch die Tafeln erhalten kann im Ramanas Park. Also es kann sein, dass ihr die zuerst alle fangen müsst. Das kann ich euch jetzt leider nicht genau sagen, weil ich sie schon hatte. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal davon aus. Und sobald ihr diese alle gefangen habt, dann könnt ihr diese Höhle betreten. Ihr müsst vorher euch am Schalter von dem NPC, wo ihr auch die Platten tauscht, müsst ihr euch erstmal die Tafel für Giratinas Höhle abholen. Als allernächstes geht ihr dann einfach rechts den Berg hoch, dort findet ihr dann die neue Höhle, die vorher nicht existierte. In diese Höhle geht ihr nun hinein und trefft am Ende auf diesen Altar, wo ihr die Slate reinschiebt und Giratina erscheinen wird. Allerdings auf Level 100 in der Shadow-Form. Ihr seht es hier schon, Giratina ist mega schwarz und mega cool. Ihr könnt Giratina in dieser Form nicht fangen. Ja, das ist so eine Art Boss-Battle. Kann man sagen, es ist Level 100, ihr könnt es nur besiegen, was dann natürlich aber kein Problem ist, da wir Giratina schon haben. Wenn ihr Giratina auf Level 100 dann besiegt habt, so wie es auch jetzt gerade im Video läuft, dann wird eine Giratina-Statue spawnen, der Raum wird sich umdrehen, was super, super mega geil aussieht, wenn dieser Raum einfach gedreht ist und ihr über Kopf da gleich langläuft und die Statue von Giratina steht aber gerade, mega cool einfach. Und dann, wenn ihr auf dem Weg rausgehen wollt, da liegt auch schon unser heiß ersehnter Platinum Orb. Ja, was machen wir jetzt mit dem Platinum Orb? Ist ja ganz klar, wir stecken Giratina einfach zu, weil wir es ja auf Level 70 in der Cave gefangen haben. Super easy und Giratina wird sich automatisch in seine Urform zurückversetzen. Eigentlich super einfach, außer der Battle Giratina Level 100 ist natürlich strong as fuck, auf Deutsch gesagt. Also dieses Giratina ist total OP. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, schaut auch noch in meine anderen Videos rein und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Peace.